begrüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Ostergemeinde aus unserer evangelischen Kirche hier in Aumenau. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Ostergottesdienst in schwierigen Zeiten. Zeiten, in denen wir uns seit Wochen nicht in unseren Kirchen versammeln können, auch nicht an diesem Osterfest. Dennoch sind wir trotz dem gebotenen Abstand alle ganz fest miteinander verbunden durch unseren Herrn Jesus Christus, der von sich gesagt hat: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein friedliches, mutmachendes Osterfest zu Hause oder in unserer schönen Natur. Bleiben Sie behütet unter Gottes Schutz. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören auf Worte des 118. Psalms. Meine Kraft und meine Stärke ist Gott. Er war meine Rettung. Welch ein Jubel und Siegesgeschrei in den Zelten der Gerechten. Die Hand Gottes gibt Sieg. Seine Hand ist hoch erhoben. Ich werde nicht sterben, ich werde leben und Gottes Taten verkünden. Schwer hat mich Gott geschlagen, doch dem Tod gab er mich nicht preis. Macht mir auf das Gerechtigkeitstor, eintreten will ich und Gott danken. Dies ist die Tür zu Gott, durch sie gehen die Seinen hinein. Ich will dir danken, denn du hast mich erhört, du warst meine Rettung. Der Stein, den die Maurer wegwarfen, ist zum Fundament geworden. Gott hat es getan, ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. Er sei uns Grund zu Jubel und Freude. Amen. Und wir hören das Osterevangelium aus dem Markus-Evangelium. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Liebe Ostergemeinde, was uns gestern noch so nah war, auf einmal scheint es ganz weit weg. Was uns vor Wochen sehr bewegt hat, liegt unter dem Schutt des Neuen begraben, das uns jetzt gefangen nimmt. Das Schlimme und die Sorgen von gestern, die freilich auch weiterhin die Sorgen von heute sind und bleiben werden, der Klimawandel, die Morde von Hanau und der hinter ihnen stehende Hass, die Lage auf Lesbos und Idlib. Merkwürdig still ist es darum geworden auf der Straße und in den Nachrichten. Und auch das Schöne, Gute, Positive, das Feiern mit Freunden, das gemeinsame Essen und Trinken, der letzte in körperlicher Nähe erlebte Gottesdienst. Weit weg scheint es und doch, als wäre es gestern gewesen. Doch gestern ist ein relativer Begriff. Was uns heute an diesem Osterfest 2020 bestimmt und alle miteinander verbindet, sind sehr persönliche, man sagt existenzielle Fragen. Werde ich mich anstecken? Und wenn ja, wie wird das bei mir sein? Gehöre ich zu den Glücklichen mit leichtem Verlauf? Wir wissen ja mittlerweile, dass auch Jugend nicht unbedingt vor einem schwierigen Verlauf der Krankheit schützt. Neben der Sorge um mich, genauso beängstigend oder noch bedrängender, wie wird es Angehörigen im alten Pflegeheim ergehen? Was wird aus meinem Café, das ich mit diesem Riesenkredit eröffnet habe? Wie lange geht das noch mit unseren Kindern in der engen Wohnung gut? Wann kann ich endlich meine Enkelkinder wiedersehen und in den Arm nehmen? Wann dürfen wir uns wieder normal bewegen, draußen, jetzt an Ostern, bei diesem schönen Wetter? Wann ist dieser ganze schreckliche Spuk und Nebel mit Sichtweite 1 Meter vorbei? Und wie viele Tote wird es dann zu beklagen geben bei uns und in der weiten Welt? Das sind einige der bedrückenden Fragen, die über uns hereingebrochen sind. Freilich zeigt sich auch hier, selbst hier, Gutes, Mitmenschlichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und immer wieder auch Humor, all die vielen kleinen Filmchen, die man mit WhatsApp aufs Handy von Freunden und Bekannten bekommt. Sie fragen, wie es geht, sprechen über ihren Seelenzustand, schicken Bilder und Videos zum Thema Klopapier. Und das gute, alte Telefon, wie sehr wird es in Tagen wie diesen wieder zum rettenden Anker für Menschen, die sonst in Einsamkeit versinken würden. Ja, es ist traurig, aber es stimmt leider. Wir haben 2020 dann mal eine richtige, echte Passionszeit, nicht weit draußen vor der Tür, sondern mittendrin in unseren Wohnzimmern. Eine Passionszeit, wie sie es noch nie gegeben hat, außer zu Zeiten der Pest vielleicht oder in Kriegszeiten. Jesus, mit Anfang 30 gestorben, ohne Ahnung von Altenheim, Demenz und rasender Lungenentzündung, kennt er uns? Kennt er auch das? Sitzend zur Rechten des Vaters. Ein immerhin berührender Gedanke, dass keine Zeit, keine Zukunft, kein Leid ihm ferne sei. Dieser Jesus Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Dieses Wort ist uns überliefert bis heute. Wäre das überhaupt möglich, wenn Menschen das nicht wirklich geglaubt und erfahren hätten?
Wenn man von diesem Jesus nach seinem Tod am Kreuz eben nichts mehr gehört hätte, seine Anhänger verstört und enttäuscht und verängstigt in alle Winde zerstreut. Liebe Gemeinde, man macht so seine Erfahrungen im Leben und ich merke immer mehr, was ich denke und tue, kommt nicht von ungefähr. Was ich erlebt habe, das prägt mich und meine Gedanken und bei Ihnen ist es bestimmt nicht anders. Was bedeutet Ostern für mich, für Sie? Was die Auferstehung? Früher, als ich noch jünger war, habe ich mir kaum Gedanken darüber gemacht. Ein paar freie Tage im Frühjahr. Der Stimmungsumschwung zwischen Karfreitag und Ostern, der feierliche, fröhliche Gottesdienst. Was bedeutete damals die Auferstehung für mich? Nicht wirklich viel, denn auch der Tod ist ein eher abstrakter Gedanke und weit weg, wenn man 20 oder 30 Jahre alt ist. Inzwischen sind meine Eltern schon länger verstorben, auch mein Lebenspartner und ganz viele Menschen, die ich gut gekannt habe. Dabei ist es doch noch schlimmer, dass das Leben, das Sterben keine Reihenfolge einhält. Man sich nicht auf irgendetwas einstellen kann, dass der Tod sich nicht an Zeiten hält, dass er auch vor unseren Liebsten nicht Halt macht. Es gibt Unfälle, die einen treffen können und eben schlimme Krankheiten, nicht nur das Virus jetzt. Dass man lebt und gesund ist, man selbst, seine Familie, seine Freunde, das ist nicht selbstverständlich. Wir stehen auf dünnem Eis, so gesehen. Als der Tod noch anderer Leute Problem war, da brauchte ich nicht viel an Auferstehung zu denken. Jetzt, wo ich älter werde, wo man, wenn man alte Bekannte trifft, auch schon mal fragt, ob noch alle da sind, da ändert sich die Lage. Früher konnte ich mit Auferstehung im übertragenen Sinn etwas anfangen. Mit Erinnerung, neuer Hoffnung, Weiterleben nur im Herzen und in den eigenen Kindern. Inzwischen ist mir das zu wenig. Wenn der Tod wirklich ist, dann kann mir eine übertragene Auferstehung nicht viel helfen. Ich will keine Hilfe, ich will keinen Trost. Nichts soll betäubt oder beschönigt werden. Ich will die Rettung vom Tod. Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Solche Worte will ich hören, kein Mal sehen, kein Vielleicht. Jesus eiert nicht herum, verspricht kein Klein-Klein, sondern er verspricht das ganz große Ding, alles eben für immer. Freude, Glückseligkeit, Leben in Ewigkeit. Nimmt er den Mund zu voll? Jeder andere täte das. Er ist der Einzige, dem ich das nicht vorwerfen kann. Anders als alle anderen weiß Jesus, wovon er spricht. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Das Beste daran, wir kriegen keinen Aufschub, keine Verlängerung, sondern das ewige Leben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Keinen Trost, sondern die Rettung, ein für alle Mal. Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus schließt auf. Was oder wen ist doch egal. Er eröffnet das ganz Neue, das ganz Andere. Und wer tot war, ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Und Jesus sagt, wo es lang geht. Einen ganz neuen Weg, den er schon gegangen ist. Und dank Jesus geht es in Richtung ewiges Leben. Jesus ist auferstanden und diese Tatsache ändert alles, jedes einzelne Schicksal. Den Lauf der Welt, auch den Lauf meiner Welt. Das Grab war leer. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, werden die Frauen gefragt. Der Tod gehört zum Leben, sonst wäre es kein Leben. Aber er hat eben nicht das letzte Wort, sondern das vorletzte. Christus hat die Schlüsselgewalt. Und mit der Erkenntnis, dass wir Menschen nur im vorletzten leben, eröffnet sich uns eine ungeahnte Freiheit. Ostern befreit uns von der Angst, nicht geliebt zu werden und gibt uns die Kraft, einander beizustehen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Gott begleitet jeden von uns auf unserem Lebensweg, davon bin ich überzeugt. Und das ist ebenfalls etwas, was wir aus diesen Tagen von Karfreitag und Ostern mitnehmen dürfen. Ob wir glauben können oder zweifeln müssen, wir stehen in Gottes Hand. Und Gott sagt uns, ihr seid mir lieb und wichtig. Und nichts und niemand kann euch von mir trennen, weder im Leben noch im Tod. Diese Botschaft, liebe Gemeinde, ist es, die Ostern zu etwas Besonderem macht. Gott zeigt uns seine Macht, die das Leben erhält, auch über den Tod hinaus. Vor allem aber zeigt er uns seine Liebe. Sie hilft uns, auch mit Fragen und Zweifeln zu leben. Seine Liebe ermöglicht es uns, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen. Macht aus unserem Glauben etwas Tragfähiges, das uns Leben hilft, auch in schweren Zeiten. Und bringt uns mit der Botschaft zusammen, dass Christus gestorben ist und damit unsere Sünden getilgt sind, alles weg ist, was schlimm und schlecht und böse ist, womit wir einander noch schaden und wehtun auf dieser Erde. Dass er begraben wurde und dass Gott ihn auferweckt hat, damit auch wir eine Hoffnung haben, die nicht auf dieses Leben allein beschränkt ist, sondern weit darüber hinausreicht bis in Gottes Ewigkeit hinein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, der du den Tod besiegt hast und auferstanden bist, höre unsere Bitten. In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir gemeinsam zu dir und werfen alle unsere Sorgen auf dich. Du schenkst uns neue Zuversicht, wenn uns Misstrauen und Unsicherheit überwältigen. Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen. Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den Halt zu verlieren drohen. Wir bitten dich, für alle Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben und erkrankt sind, für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind,
für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern, für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten. Sei ihnen allen nah, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht, den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle. Wir bitten dich für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospizen, für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft, für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen, für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes frohe Botschaft zusagen. Sei auch ihnen nah und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. Wir bitten dich für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen, für alle, die um ihre Zukunft fürchten, für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind, für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen haben. Sei ihnen alle nah, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und Hoffnung. Wir bitten dich für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist, für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können, für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit betroffen sind. Sei ihnen alle nah und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht. Auch bitten wir dich für uns selbst. Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen beistehen. Mach uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, und lass uns dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden. Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott, der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller annimmt. Dir vertrauen wir uns an. Dich loben und preisen wir heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Und wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. See you.